Seid gegrüßt und willkommen zurück hier bei Enderal. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, weil ich etwas Zeit brauchte, um erstmal über all die Dinge klar zu werden. Ja. Irgendwann muss man sich halt einfach damit abfinden. Genau, so sagst du es. Das sind weise Worte. Man muss sich halt damit abfinden, dass ab und zu mal etwas längere Pausen sind. Ich habe wahrscheinlich sogar das Problem gefunden, warum Enderal immer zu abgestürzt ist. Es lag daran, weil ich mit Dextory aufgenommen habe und Dextory hat im Moment arge Probleme. Es gibt immer so Mikro-Ruckler dazwischen und ich habe keinen blassen Schimmer, woran das liegt. Ich habe es schon gelöscht, ich habe es neu installiert. Trotzdem macht es die Probleme und ich möchte jetzt bitte nicht hören, Hilterer, da musst du mal einen besseren PC kaufen. Ich habe hier so einen Atom-PC, der kann gar nicht überlastet sein. Vor allen Dingen nicht mit Enderal. Oder Skyrim! Das wird höchstens überlastet mit VR-Spielen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, nichtsdestotrotz, ich möchte jetzt gerne mit euch weitermachen und hoffen, dass es jetzt Schluss ist mit diesen ganzen Abstürzereien. Und ich muss mich erstmal orientieren, was wir eigentlich beim letzten Mal machen wollten. Weil es sind für mich, muss ich mal überlegen, ich glaube mindestens 3 oder 4 Wochen vergangen. Frieda von Gnadalfs Tod bricht. Ach ja, natürlich. Wir haben doch Gnadalf den Troll besiegt. Junge Frau? Na los, geht weiter. Du gehst gerade etwas sehr, anzüglich hier lang. Ich weiß nicht, was das gerade war. Es war einfach mal ein Bug. Naja, gut. So, wir müssen eigentlich mal suchen, ob wir irgendwo schlafen können. Ich weiß gar nicht, wie spät ist es denn überhaupt? Ihr müsst ein Bett suchen, um zu rasten. Gesundheit. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal in eine Kneipe gehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo war die denn überhaupt? Ja, das ist eine super Frage. Leider ist es nicht markiert. Wir müssen also mal gucken, wo das war. Ich weiß, dass wir hier irgendwo rasten konnten, aber wo? Das weiß ich leider nicht mehr. Messer? Marktplatz. Vielleicht am Marktplatz. Jetzt ist nur die Frage, was wird hier als Marktplatz deklariert? Ist das der Marktplatz? Ja, das ist der Marktplatz. Beim Marktplatz kann ich mir vorstellen, dass da die Schenke war. Die müsste eigentlich beim Marktplatz sein. Anders macht das keinen Sinn. Ich kann mich noch erinnern, wir haben letztes Mal Glücksspiel betrieben und wir sind sehr erfolgreich gewesen dabei. Vielleicht sollten wir das irgendwie nochmal machen. Aber, vielleicht auch nicht. Ich meine, ist ja gefährlich, ne? Du kannst dich einfach mal ganz schnell verzocken. Wenn du Pech hast. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter bzga.de. Nee, hä? Was ist das denn? Interesse an diesem Haus? Dann ersucht eine Audienz bei Silren und Freunde. Der Bank, bei der ihr euer Geld... Nochmal. Der Bank, bei der euer Geld sicher ist. Mhm. Gestartet. Trautesheim. Glück allein. Oh ja, das wär's doch mal, wenn wir endlich ein Haus hätten. Was hängt denn da dran? Hohenpriester Sepharon. Rezitiert die Heilige Schrift. Vers bla bla bla. Bla bla bla. Die Erntepredigt. Ich glaube, das hatten wir schon mal gelesen. Es kommt mir jedenfalls sehr bekannt vor. Und wir müssen mal gucken. Nein. Da möchte ich jetzt nicht rein bei dem Kontor. Wir müssen jetzt irgendwie die Zeit absitzen, ne? Oh, wir haben es mitten in der Nacht. Meine Meinung will ja keiner hören. Nee, warum auch? Schreitet wohl. Schreitet wohl. Was ist denn das da für ein Zettel? Ich suche dich. Ich glaube, den habe ich schon mal gelesen. Arg Südviertel. Bin ich nicht von da gekommen? Nicht, dass ich jetzt im Kreis laufe. Aber ich glaube, von da bin ich nicht gekommen. Und wir waren auch in irgendeiner Küche. Ich glaube, wir wollten unseren Auftrag abschließen. Das wird es nämlich gewesen sein. Ich habe mir auch... bin ja ganz ehrlich, ich habe mir auch meine letzte Folge gar nicht nochmal angeguckt. Normal mache ich das immer bei längeren Pausen. Aber dieses Mal irgendwie, nö. Da war der Terra ein bisschen faul. Das hat er jetzt nun mal davon. Hier war ich noch gar nicht. Im Südviertel. Arkmuseum. Da ist das Museum.
Ich glaube, wir gehen da mal rein und gucken mal rein. Um mal zu gucken, was da so Interessantes drin ist. Ups. Nett. Was ist denn hier? Mhm. Cool. Untersuche Kuriosität. Ach du Scheiße. Ich kann das noch nicht mal aussprechen, das obere. Ingens Dorsipiana Aguisenorem. Im Volksmund auch riesige, gezackte Rückenflosse mit Schlangenfühler genannt. Dies ist das weibliche und kleinere Exemplar, dessen Schwimmpartner erstmals von Parzival von Rogenhain entdeckt wurde. Wochen nachdem die Rückenflosse an Land gespült wurde, floss immer noch tödliches Gift aus den langen Fühlern. Der Legende nach wurde Großmonarch Radonwizons III. Des Nachts mit einer Mixtur aus den Erzeugnissen eines Ingens Dorsipiana von seiner Verlobten Sibylla Kahnstein vergiftet, weil sie Radovizons Atem nicht mehr ertragen konnte. Wahrscheinlich hat er so laut geschnarcht, dass er einfach die Schnauze voll hatte davon. Was liegt denn da? Ich seh's nicht. Da ist eine Kralle drin. Ich glaube, die Kralle muss ich tatsächlich irgendwie mal stehlen. Irgendwann mal. Und hier, alter Dynamo. Kuriosität. Untersuchen. Energiekonzentrator. Diese letzten Überbleibsel an bekannten Energiekonzentratoren werden als Artefakte der höchsten Stufe eingeteilt. Sie beherbergen Gedanken und Erfahrungen in Form von sich schnell drehenden Energiefasern. Um sie den Konzentrator zu entlocken, benötigt es jedoch eines Gegenstückes, welches bisher noch nicht gefunden wurde. Ah ja, vielleicht brauche ich das doch nicht. Das kann natürlich sein. Was haben wir hier? Das sieht mir aus wie die... Dies ist eine der ersten Statuen, welche den ehrwürdigsten, den Licht- und gnadebringenden Malphas darstellen. Anhand dieser ersten Entwürfe von Steinmetz, Jeguar, Kantenschlag wurden die berühmten Abbilder unseres Herrn erstellt. Sieht irgendwie schick aus, ne? Vor allem so mit diesem Licht. Es stellt das Ganze ein bisschen... Oh, hier ist ja einer, der sogar arbeitet. Gesundheit. Monsieur. Guten Tag. Ihr seid Fremdländer, was? Ich wünschte, ich hätte auch mal das Rote Meer überquert. Oder Kyra gesehen. Ach ja. Du bist ja Museumsfürst, nenne ich es jetzt mal. Oh, guck dir das mal an. Dies ist die berühmte laute und die nicht minder bekannte Trillerflöte des Gauklers und Minesängers George Casanovo Goldkehle. Bettgeschichten erzählen von etlichen untreuen Frauen, welche ihren alten Lumpen wegen dieses Prachtkerls betrogen. Was? Angst. Das muss verbrannt werden, das Ding. Oh, was für tolle Fotos. Fotos sage ich jetzt schon. Was für tolle Bilder. Das kennen wir schon. Das kennen wir noch nicht. Das Ungeheuer von Loch Ness. Es lebt tatsächlich irgendwo. Man sieht es hier auf diesem Bild. So, was haben wir hier? Jetzt habe ich so toll geredet, sodass ich ein richtiges Kratzen jetzt im Hals habe. Oh, da sind ein paar Rinder. Schick, schick. Was haben wir hier? Einen Fluss. Ganz schön duster. Oh, es geht ja ein bisschen weiter hoch. Was haben wir denn hier? Kann ich da auch eine Geschichte zu lesen? Nö. Benötigt einen Schlüssel. Mhm. Komme ich jetzt auf dem Dach raus oder wo komme ich jetzt raus? Oh, noch mehr. Also, was ich eben auch mal andeuten wollte, wie kann es eigentlich sein, dass unten eine Kühlanlage ist? Kann es sein, dass wir hier ganz schön fortgeschritten sind von der Technik? Oh, das sieht mir aus wie von den Zwergen irgendwas. Schade, dass hier nicht überall was beisteht, aber ich muss schon sagen, die haben sich sehr viele Mühe gemacht dabei. Was ist da oben drauf? Metallbahn eines alten Volkes. Mhm.
Das sieht mir aus wie Graf Draculas Grab. Hier ruht in Frieden der gerechte und starkherzige Graf Dalgrem Lünn von Ilitas. Herrschte er zwar nur über eine geringe Insel, eilte sein Ruf ihm doch weit voraus. Gut war er zu seinen Sklaven, entschieden war sein Wort. Ein Vorbild für jeden Edelmann sollte er sein. Okay, was haben wir hier? Das sieht so ein bisschen aus wie aus der alten Ruine, wo wir gestartet sind. Da sind doch ganz merkwürdige Kristalle. Das sieht so ein bisschen aus wie Tiberium von Command & Conquer. Bruch und Fundstücke einer alten Zivilisation, geborgen aus tiefen Ruinen, erinnern sie an längst vergangene Zeiten, in denen sie mit Mühe und Kunstfertigkeit aus weichen Steinen gefertigt wurden. Anmerkung: Die Kristalle wuchsen erst nachdem die Funde hier drapiert wurden. Sie scheinen ihre Leucht- und Lebenskraft aus der Steintafel zu ziehen. Wer weiß, was das ist? Weswegen das so ist? Also ich will's nicht wissen. Was haben wir hier? Nichts Besonderes. Ein Daugre. Mit Pfeil und Bogen. Aber hier gibt's keine Geschichte zu. Ich habe ein bisschen Angst, dass der gleich anfängt zu leben. Vielleicht ist das hier eine Sicherheitseinrichtung. Ich kann da auch nicht hin. Silberteller liegen davor. Also wenn der sich bewegt, ist er tot. Weil Silber schadet ja nun mal den Untoten. Aber ganz im Ernst, ich muss sagen, dieses Museum gefällt mir. Auch wenn es ein kleines ist, aber es ist ein kleines, feines Museum. Da haben sich die Entwickler echte Mühe gegeben. Ich werde mal die Maus etwas intensiver einstellen. Wobei, ich glaube, das ist ein bisschen arg viel dann. Hast du den Wortwitz verstanden? Natürlich. Was ist denn das da? Da sind 10 Eiszähne, müssten das sein. Und das weiß ich nicht, was es ist. Da sind ein paar Zettel. Hier, das finde ich irgendwie ganz merkwürdig. Hier haben die irgendwie schon eine Klimaanlage. Eine sehr, sehr starke Klimaanlage, wie ich mal anmerken darf. Wo geht's denn da? Achso, da kam ich rein, ne? Nö, ich kam von der Seite rein, aber nicht von der hier. Mal gucken. Ich komme ja irgendwo raus. Also, wir haben jetzt mal ein bisschen Kultur erlebt. Und das gefällt mir sehr gut. Ach ja, wir hatten, glaube ich, auch eine Aufgabe, dass wir in den Untergrund gehen können. Unterstadt. Warte mal. Da quält mir was ein. Ein besonderes Abend. Das Lager auf der Insel in Akersee suchen. Im Akersee? Aha. Also irgendwo ist da eine Insel. Der Wanderer erzählt von einer neremischen Feuerspuckheit, der das Bogenschießen mit schmutzigen Tricks verbannt. Magister vermisst seine Assistentin, die Denise. Laut ihm wurde sie seit 2 Tagen im Sonnentempel nicht mehr gesehen. Und er vermutet, dass sie sich im Adelsviertel oder Kasernenviertel Arx herumtreibt. Okay, nee, das machen wir auch nicht. Wellenziehen. Können besonders Ritual mein Arc-Fieber heilen. Nee, das kommt später. Ich weiß gar nicht mehr. War das fremde Horizonte? Nee, das war's auch nicht. Der Schlechter war's auch nicht. Den Schlüssel mit zum Banktresor der Fuchshand zu Milbert bringen. Ich glaube, das hier war es, ne? Als ich in Ark war, traf ich einen jungen Galeriebesitzer, Elke Tapfes Blutes. Tapfer Blutes. Sie wirkte mitgenommen. Und als ich sie ansprach, erfuhr ich den Grund dafür. Ihre Mutter, eine angesehene Malerin, die sich auf Porträts... Ach ja, das war dieses ganz schwere, okay... Eventualitäten. Wir werden mal Eventualitäten machen, weil die müssen wir ja hier irgendwo finden, im Kasernenviertel oder woanders. Aber irgendwas war doch auch in der Unterstadt. Ich bin mir doch da ganz sicher, dass da sogar was war. Was ist das hier? Brauerei. Die reden nicht mehr. Die reden einfach nicht mit mir.
Hey, wartet mal. Ihr seid doch Nirimese, oder? Ach du Schande, jetzt wieder ein neuer Auftrag. Woher wisst ihr das? Naja, sagen wir es so. Ich habe hier und da ein paar Augen und es ist immer gut zu wissen, wer, wann und wie in diesem Viertel verkehrt. Mhm. Und was wollt ihr? Hilfe! Ah. Ihr seid ein unbekanntes Gesicht und das ist genau das, was ich gerade brauche. Lasst es mich kurz machen. Ich bin Geschäftsmann und mein Spezialgebiet sind die flüssigen Genüsse. Mhm. Bier, um das Kind beim Namen zu nennen. In den Arca-Tavernen werden vorwiegend zwei Getränke ausgeschenkt. Und das ist zum einen mein Bier und zum anderen Flussheimer Met. Dalsarca Honigwein, wie sie das Gesöff nennen. Mhm. Eigentlich haben die Flussheimer Kälterei und ich eine Vereinbarung, aber die achtet der neue Winzer ungefähr so viel wie die Ralata den rechten Weg. Mhm. Deshalb will ich, dass ihr mir helft, ein wenig ausgleichende Gerechtigkeit zu üben. Das klingt so, als ob ich jemanden, ich sag mir, reinhauen muss. Ausgleichende Gerechtigkeit klingt mir etwas zu suspekt, vergesst es. Was hab ich davon? Was für eine Vereinbarung hattet ihr mit dem Führenwinzer? Und inwiefern hält sich der Neue nicht daran? Na sowas. Ihr interessiert euch. Das ist gut. Ich mag neugierige Leute. Oi. Es ist ganz simpel. 7 Fässer pro Taverne und pro Woche von mir, 7 Fässer von ihm. Niemand versucht mehr für sich herauszuschlagen oder den anderen übers Ohr zu hauen. 7 Fässer pro Taverne? Ihr meint, jede Taverne kauft je 7 Fässer Bier von euch und 7 Fässer Met aus Flussheim? Richtig. Auf die Art und Weise besteht ein Gleichgewicht. Sollte eine Schenke mehr Bedarf haben, wurde das immer zwischen meiner Brauerei und der Kälterei zuvor ausgemacht. Fakt ist, der neue Winzerbursche interessiert sich nicht für die alte Vereinbarung. Er hat mich beim fetten Leoren, der Arca Edelschenke, angeschwärzt. Und dessen, verzeiht meine Worte, beschränkter Wirt hat sich überzeugen lassen. Seit 3 Wochen bleiben nun die Bestellungen vom fetten Leoren aus. Naja, ich meine, es ist doch eine freie Marktwirtschaft, ne? Da kann man doch selber entscheiden, wo man was kauft. Was hab ich davon? Oh, eine Menge! Je nachdem, wie gut ihr euch schlagt, könnten wir sogar darüber reden, euch als Teilhaber an den zukünftigen Gewinnen meiner Brauerei zu beteiligen. In Maßen, selbstverständlich. Aber, wie gesagt, das kommt ganz darauf an, wie ihr euch schlagt. Ein bisschen Angst macht mir das. Ich sag einfach mal, gut, ich helfe euch. Ja, machen wir. Sehr schön. Hier. Das ist ein Fläschchen hochkonzentrierter Essig. Schleicht euch in den Keller des fetten Leoren im Oberviertel und kippt den Inhalt dieser Flasche in das große Metfass. Oha. Und das muss ich zwar nicht sagen, aber dennoch kein Wort zu niemandem. Gestartet, Rache ist sauer. Das Metfass gegen das Essigfass austauschen. Ah ja. Wo wäre denn das eigentlich? Das klingt nach einer ganz schönen... ganz schön blöden Sache. Wo müsste ich denn hin? Mal eben kurz in die Map gucken. Da hinten. Ich muss erst mal gucken, wo überhaupt da ist das Adelsviertel. Ach, das ist im Adelsviertel. Und Kasernenviertel, da muss ich ja sowieso hin. Also von daher können wir doch mal irgendwo hinlaufen. Herzland. Wo hab ich das nur hin? Na, warum sind denn gerade die Frames etwas eingebrochen? Ich habe das jetzt gerade gemerkt. Also der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, wenn ich das mit Fraps aufnehme, da merke ich das, wenn die Frames einbrechen. Bei Dexterie habe ich es nicht gemerkt. Eingang zur Unterstadt entdeckt. Unterstadt Haupt... Okay. Da geht's zur Unterstadt. Da möchte ich jetzt allerdings noch nicht reingehen. Ich möchte jetzt erstmal gucken, dass ich ins Adelsviertel komme. Ah ja, da war das Museum. Ich gehe mal hier lang. Da bin ich nämlich hergekommen vorhin. Deswegen sollte ich vielleicht erstmal hier lang laufen. Gibt es denn hier eigentlich...
Okay, es gibt hier jede Menge Wasser. Was gibt's denn hier unten noch? Finde ich hier vielleicht ein Geheimnis? Oh! Tatsächlich ein Geheimnis. 3 Goldmünzen. Hat sich ja schon gelohnt. Wenn ich tauche? Vielleicht ist ja irgendwie ein Geheimnis hinterm Wasserfall. Okay. Dieses Mal nicht. Ist aber schön mit dem Wasserfall. Wow. Erstmal wieder ins Wasser. Wir gehen aber hier wieder raus. Man konnte ja mal gucken, ne? Gucken statt ja nichts. Wo geht's da hoch? Sollte ich mir vielleicht mal angucken. Der Weg scheint aber irgendwie schon lange nicht mehr im Gebrauch zu sein. Ach, ich bin auch so schlau. Ich hätte einfach den regulären Weg gehen können. Da liegt Gold. 10 Gold. Lohnt sich also, sich umzugucken? Wow. Hier hat man aber mal eine Aussicht. Ah, hier könnte man fliegen. Hi. Oh, du bist so putzig. Putzi, putzi, putzi. Okay. Also wieder runter. Oder gibt es hier noch was? Hier gibt es ein paar Eier. Und hier oben ist einfach mal ein Aussichtsturm. Hier kann ich alles überblicken. Oh, jetzt müsste Tag sein. Bei Nacht siehst du ja immer so wenig, weil es ja so duster ist. Naja, gehen wir mal wieder raus. Ich gehe jetzt hier mal ganz merkwürdig raus und wir gehen mal wieder runter. Muss ja nicht unbedingt sein, dass wir hier oben gucken. Also, es war schon mal schön, dass wir da oben geguckt haben. Wir haben immerhin Gold gefunden. Das hat sich also schon mal gelohnt. Und da oben? Keine Ahnung, ob es da irgendwas gibt. Tür auf. Jetzt sind wir wieder am Marktplatz. Wir sind hier im Menü. Ladebildschirmsimulator 2016. Wird Ihnen präsentiert von Super Terrador. Das ist doch mal auch nicht schlecht. Interagieren. An diesem Aushängebrett werden Kopfgeldaufträge und Gesuche ausgeschrieben. Gestartet, gesucht in Ark. Oh! Aufträge an der Anschlagtafel lesen und Kopfgeldmission entgegennehmen. Na gut. Der wegelose Bertulus, der Schlitzer, wird wegen Glimmerstaubhandel und Tempelschändung gesucht. Er gilt als trinkfest, ist ein Wildmagier und versteckt sich vermutlich in einem Versteck von Wildmagiern im Herzland. Er gilt als höchst gefährlich und es wird zu großer Vorsicht aufgerufen. Für sein Ableben sind 170 Enderalgroschen ausgeschrieben. Auftrag annehmen. Tada! Und wir haben mal wieder einen neuen Auftrag. Also wir können uns im Moment vor Aufträgen echt nicht retten. Hey! Dog, 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 das Raphuhn! So bewegt sich's auch. Dog, 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 das Raphuhn! Kennt das noch irgendwer? Also, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand kennt. Müsste wirklich mal härter durchgreifen. Das ist schon so lange her, seitdem ich das irgendwann mal hatte, so irgendwo mal her hatte, aber ich kann mir das irgendwie immer noch merken. Bestimmt gibt es da ein Video bei YouTube, wenn man das eingibt. Ich habe irgendwie so das Gefühl.